gleich im ersten Beitrag von Franz Marc im Almanach, der heißt Geistige Güter, gleich auf Seite 1, der zweite Satz, da geht er eben darauf ein, wenn man dem Vaterland neue Kolonien erobert, dann jubelt jeder, aber wenn man geistige Güter erobert, dann wird das nicht wahrgenommen. Und natürlich, das ist der absolute Mainstream damals gewesen, dass die Vaterländer, ob das nun Frankreich, Deutschland, England war, Kolonien erobern. Und klar, darunter, unter diesem Aspekt haben sie gelebt, sozusagen. Hört endlich auf, Territorien zu behaupten, Grenzen zu verschieben, wie ihr wollt, und erkennt, dass die Kunst an sich halt auch irgendwie auch ein Stück ist, das sich darüber schon erhebt, das sich darüber auch schon ablöst von diesen alten Normen, diesen veralteten Ansichten auch und auch dieser Brutalität, finde ich ehrlich gesagt auch. Als jetzt diese Ausstellung entstanden ist und halt auf Grundlage des Buches, also dem Almanach, fand ich sehr beeindruckend, im Grunde genommen erstmal, dass da eine Künstlerin-Gruppierung gab, die sich wirklich so intensiv mit Kunst auseinandergesetzt hat und darüber ein gesamtes Buch geschrieben hat, einfach nur als Plädoyer auch an eine Gesellschaft, Veränderung zuzulassen. Der Almanach ist eben so eine Art Programmschrift. Und wenn man ihn vergleicht mit den anderen Bewegungen, wie gesagt, Kubismus und so weiter, ist das höchst ungewöhnlich, was er vollzogen hat. Er hat eben die Kunst verschiedener Gattungen, Völker und Weltregionen zusammengemischt, hat aus allen möglichen Bildquellen das Material auch zusammengezogen und hat sich sowohl für Volkskunst, für Kinderkunst, aber eben auch für nicht-europäische Kunst interessiert. Und dort gibt es dann eben Werke aus den damals eroberten Kolonien. Das ist tatsächlich so. Zum Beispiel von der Osterinseln, von damals Ceylon, heute Sri Lanka, von Neukaledonien, von Samoa und so weiter sind dort abgebildet. Und der Zugang sozusagen, den der Blaue Reiter damals hatte, der war für uns auch eine Herausforderung, dem mal genauer nachzugehen. Almanach, und das war schon so mit bekennerischem Ernst gesprochen, haben eben Kandinsky Marc geschrieben, ne? Kunst kennt keine Grenzen und Völker, sondern nur die Menschheit, nur die Menschheit. Und also gerade Kandinsky war absolut beseelt von solchen Gedanken und hat das eben auch für die Epoche des großen Geistigen, was natürlich sich für deutsche Ohren etwas fatal anhört, für solche neue Zukunftsepochen hat er sich das erhofft. Ohne den Hochimperialismus hätten wir natürlich niemals ostasiatische Holzschnitte hier in Europa gefunden. Und das ist auch ein Moment, den wir, glaube ich, heute sehr klar und sehr kritisch benennen dürfen. Wo wir auch sagen dürfen, okay, da gibt es auch viele Schwierigkeiten. Wie sind die KünstlerInnen damit umgegangen oder auch nicht? Aber ich glaube, das ist eben dieser spannende Moment, wo man überhaupt erst mal aufdeckt, dass ein Kunstwerk nicht aus dem Künstler, aus dem Nichts heraussprudelt, sondern dass es ein Prozess ist.
Ich finde, das ist halt, es sind Rassismen, die verbunden sind mit Kolonialismus. Es ist in ökonomischen Ausbeutungen, die wir heute haben. Wo kommen die Klamotten her, die wir tragen? Wir können Ananas im Winter essen. Unser Kaffee, den wir jeden Tag trinken, es sind in so vielen Bereichen. Und es ist eben auch das Museum oder museale Institutionen. Ja, am meisten stört mich natürlich schon einfach die Deutungshoheit, die damit einhergeht. Also es besteht darin eine Art von Allgemeingültigkeit, dass für Bildung, Kultur und eben auch gewissermaßen dann auch städtisches Miteinander gilt, weil das ist ja auch eine Kraft oder eben auch eine Macht. Also so, das ist so beides. Also haben wir diese Deutungshoheit eigentlich? Können wir die abgeben? Können wir die zum Wackeln bringen? Können wir darin stören, also auch intern aus dem Haus heraus? Und was bräuchten wir eigentlich dafür, um diese Störungen in unserer Deutungshoheit eben zu bewirken? Das Unausgesprochene, die Spielregeln, die vieles festsetzen, finde ich, haben damit zu tun, dass wir sehr genau gelernt haben, wo, natürlich in der Schule, ja, wie wir uns Wissen aneignen, was wir wissen können, sollen. Und das wurde irgendwann mal wahrscheinlich auch sehr eurozentrisch festgelegt, ohne die Perspektiven zu öffnen und ohne unterschiedliche Zugänge zuzulassen. Bildungsprozesse sind lebendige Prozesse. Es braucht die Menschen dahinter, die Lehrkräfte, die Vermittlungsmenschen, die sich natürlich auch ein Stück weit in andere Perspektiven hineinbegeben, um zu suchen, um zu forschen, um zu sagen, wo wird was anderes erzählt? Wo gibt's andere Erfahrungen? Wo werden andere Perspektiven eben mit eingebracht? Da setzt natürlich ein ganz wichtiger Punkt schon für mich an, also Sprache zu thematisieren, zu sensibilisieren, aber eben auch die widerständige Sprache, also Sprache, Wörter wie Othering oder was dann eben dekolonisieren bedeutet oder so auch echt einzuführen und nicht nur in theoretischen Diskursen, sondern eben auch eine Form zu finden in die Umsetzung. Genau. Dass wir über die Präsentationsform von nicht-westlicher Kunst intensiv nachdenken, über unsere postkoloniale Geschichte, mit der wir in Europa einfach konfrontiert sind, natürlich auch ganz besonders in Deutschland. Das sind auch gerade Thematiken, die uns natürlich aus unserem Zeitgeist heraus beschäftigen. Aufgrund dessen wir überhaupt erst den Blauen Reiter, so wie wir ihn jetzt in der Ausstellung zeigen, auch beleuchten können.